Die DHV-News vom 3. Juni 2022. Schwarz-Grün in NRW? Muss das sein? USA, Rhode Island startet Legalize-Saison. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Viele haben ja gedacht, letzte Woche waren keine News, das ist jetzt eine schön pickepacke, volle Nachrichtensendung ist mit ganz vielen neuen Infos. Das ist leider nicht der Fall, muss ich euch enttäuschen, diejenigen, die gedacht haben, super lange Sendungen sind gut. Wir sind voll im Orga-Stress mit der Cannabis-Normal-Konferenz. Das kennen alle, die mit Events zu tun haben. Wenn das dann auf uns einen zukommt, ja, dann steigt der Stresslevel und oder das Level, wie auch immer. Auf jeden Fall wird es aufregend, man hat noch viel zu tun. Dann ist mal jemand krank und tun sich noch irgendwelche Fragen auf und so. Und dann geht richtig los, die Rödelei. In der Phase sind wir jetzt gerade, deswegen ist auch nicht so arg viel von mir vielleicht auf den sozialen Medien zu hören im Moment. Aber wir wollen ja eine gute Konferenz für euch auf die Beine stellen und für euch machen wir das. Denn es ist wichtig, dass wir eine gute Grundlage haben, wenn demnächst die Anhörungen losgehen, die Beratungen über die Details der Legalisierung in Deutschland. Und das wird bald losgehen, ja, da bin ich ziemlich sicher, dass das wirklich passieren wird. Und da ist eben eine gute Strategie wichtig, ja, eine gute Grundlage, Diskussionsgrundlage, die man da mitbringt in diese Verhandlungen. Und wir haben ja unsere Eckpunkte vorgelegt. Ihr wisst ja, auf der Cannabis-Normal-Konferenz geht es darum, dass ihr diese Eckpunkte nochmal kommentieren und diskutieren könnt. Übrigens natürlich auch auf der DHV-Seite. Ja, also Leute, die jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen nicht kommen können zur Cannabis-Normal-Konferenz, die können auch ihre Anmerkungen natürlich auf der DHV-Seite als Kommentar hinterlassen. Das fließt nachher alles ein, nochmal in eine Überarbeitung, mit der ich dann im Prinzip nachher in die Anhörung gehe. Und dass wir nicht die Einzigen sind, zeigen eben auch etliche andere Eckpunktepapiere. Das will ich nur noch mal erwähnen, ja, was da droht, wenn wir nicht mit vernünftigen Eckpunkten ankommen. Zum Beispiel jetzt mal das gemeinsame Positionspapier der suchtmedizinischen Fachgesellschaften und der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die jetzt auch schon im Zusammenhang mit der Legalisierung und dem Koalitionsbeschluss der Ampel Eckpunkte vorgelegt haben. Und die sind stark abweichend von dem, was wir so haben zum Teil. Zum Beispiel soll Cannabis nur in staatlichen Stellen verkauft werden. Drogenberatungsstellen oder was? Keine Ahnung, wie die es jetzt genau vorstellen, aber jedenfalls staatlich, nicht kommerziell, nicht privat. Kann man vielleicht sogar noch gut finden. Abstandsregelungen zu Schulen zum Beispiel, ja, halte ich für total unsinnig. Also neben meiner Schule damals war auch direkt an der nächsten Ecke, das nächste Haus über die Straße, eine Kneipe. Ja, da bin ich auch nie saufen gegangen, ja, und habe auch deswegen, glaube ich, mich nicht animiert gefühlt. Also, oder THC-Begrenzung auf 15%, das wird wahrscheinlich schon vielen wehtun von euch. Einstiegsalter ab 21, das sind lauter so Sachen, die wir so natürlich nicht fordern, die aber auf dem Tisch liegen werden, ja, und die von mehreren anderen gefordert werden. Und da müssen wir natürlich gegenhalten. Und dafür sind wir eure Lobbyisten dann im Bundestag, um da eben auch eine konsumentennahe Perspektive einzubringen. Und nur wir fragen euch nach eurer Meinung in dem ganzen Zusammenhang. Das machen die anderen nicht. Ja, ich habe gerade eine Umfrage gesehen, wo Suchtberatungsstellen gefragt werden. Sehr ähnliche Fragen, wie wir euch die auch auf der Cannabis-Normal-Konferenz stellen. Aber die natürlich dann andere Antworten abgeben dazu und die dann eben auch nochmal ihre eigene Lobbyarbeit dazu machen. Und wir machen das eben für euch und fragen euch als Einzige. Ich hänge euch mal die zum Vergleich, diese anderen Positionspapiere an, zwei Stück von der DHS und zum Beispiel noch das von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Ja, was die zu Cannabis-Legalisierung sagen, sieht auch anders aus als das, was wir sagen. Also nehmt das ernst mit dieser ganzen Geschichte, auch wenn das noch weit weg erscheint mit der Legalisierung und auch gar nicht sicher ist, ob es überhaupt kommt. Ja, aber es kann sein, dass sie kommt und wir müssen natürlich da alles tun, um das Ganze zu fördern und vernünftige Bedingungen am Ende durchzusetzen dabei. Dann ist natürlich noch viel anderes zu tun auch. Ja. Wir haben auch viele neue Nachrichten jetzt nochmal zur Canoco. Zum Beispiel, wie so eine Session ablaufen wird, haben wir jetzt gerade einen Artikel nochmal veröffentlicht. Nämlich, dass keine Vorträge sind, wie sonst schon mal auf der Cannabis-Normal-Konferenz, die beiden, die wir bisher gemacht haben. Da hatten wir 20 Minuten am Ende Diskussionszeit, Frage und Antwort vor Vorträge. Diesmal ist es umgekehrt. Ja. Wir haben ganz kurze Vorträge, nur 5 Minuten und danach moderierte Diskussion. Dann werden wir alle zusammen im Prinzip diverse Aspekte beraten da zu der Legalisierung. Und es kann tatsächlich sein, dass das eine einmalige Gelegenheit ist.
Also wirklich, wir selber so eine Konferenz nicht mehr machen und wahrscheinlich auch niemand anders, der da so tief reingeht, weil es eben Zuschussgeschäft ist, ja. Nochmal an alle die, die denken, wir verdienen uns da verrückt was dran irgendwie, weil Tickets natürlich jetzt auch noch nicht ganz billig sind. Aber so ein Event kostet eben auch ohne Ende und wir zahlen drauf, ja, ohne Ende. Und das können wir jetzt nicht ständig mit Mitgliedsbeiträgen querfinanzieren. Das haben wir jetzt einmal wie angekündigt gemacht mit den Weihnachtsspenden, weil wir jetzt wirklich eine gute Grundlage brauchen in den ganzen Details. Das muss jetzt sein einfach, ja, dass wir euch auch mal die Gelegenheit haben, nicht nur irgendwie was zu schreiben, sondern auch mit uns zu reden. Aber es kann eben sein, dass es keine weitere Cannabis-Normalkonferenz gibt, weil wir dafür keine Sponsoren haben. Ist ja kein Business-Event, wo die Leute hingehen, um dicke Deals zu machen und irgendwie irgendwelchen Shops als Großhändler jede Menge Ware zu verkaufen oder so. Das wird da nicht passieren. Das machen nur Firmen sozusagen, die wirklich zeigen wollen, dass sie noch nah am Konsumenten sind, dass sie deren Bedürfnisse auch ernst nehmen und eben auch deren Strukturen supporten und so weiter und ihre Marke natürlich noch damit verbinden wollen. Ja, und da haben wir jetzt einen tatsächlich noch in letzter Minute, würde ich jetzt nicht sagen, aber kurz vor Ende der ganzen Planungsphase reinbekommen, und zwar die Sanity Group. Das ist ganz frisch jetzt nochmal im Boot. Und viele haben den Namen sicherlich schon mal gehört und auch die Marken, die vertreiben, zum Beispiel die Vi, ja, die ganzen Marken mit den vielen Vs und Ys, ja, da wisst ihr Bescheid. Ja, die supporten jetzt die Cannabis-Normal-Konferenz, damit wir da eben auch eine vernünftige Position zusammenschrauben können. Also vielen Dank dafür an der Stelle. Und was sie noch alles machen, die Sanity Group, das findet ihr auch auf der Seite der Cannabis-Normal-Konferenz unter cannabisnormal.de. Da könnt ihr nochmal schauen, wer da jetzt uns ein bisschen supportet. So, dann, da geht es ja schon gar nicht mehr weiter mit Cannabis Normal. Ich dachte, da kommt noch mehr. Verweise ich nur noch einmal auf die Party, die wir dann auch noch feiern. Ja, wir werden arbeiten wie die Bekloppten irgendwie am Samstag mit unseren ganzen Sessions da. Aber dann gibt es eine Party und auch dazu kommen noch weitere Informationen, auch noch weitere DJs und Musik und so weiter. Aber einen DJ kann ich ja schon mal nennen jetzt, und zwar Dr. Bernd Verse. Wobei er da nicht als Doktor auflegt, sondern nur als Bernd Verse. Hat er extra gesagt, ja, Doktor muss nicht sein da an der Stelle. Cooler Typ auf jeden Fall, der Chef vom Schildower Kreis, der auch einen Vortrag hält da. Dieses eins von diesen 5-Minuten-Impulsreferaten zu Cannabis und Führerschein. Ein paar andere interessante Leute sind natürlich auch auf der Seite schon, die ihr da seht als Speaker jetzt. Aber er als DJ da, das finde ich total cool. Ja, also da haben wir Spaß dann am Ende dabei. Wenn wir uns da fertig gearbeitet haben, dann werden wir auch noch ein bisschen Glamour haben und Party. Glamour meine ich in dem Fall tatsächlich auch die Verleihung unseres Hanfadlers, ja, unsere Preisverleihung, die wir jetzt wieder machen, zum ersten Mal seit 2018, weil eine Preisverleihung braucht eine Konferenz oder einen vernünftigen Rahmen. Ja, das Ding will man nicht in Corona-Zeiten per Post verschicken, deswegen haben wir das gelassen. Jetzt ist es wieder soweit. 3 Preise in den Kategorien Wissenschaft, Politik, Aktivismus. Und wer die kriegt, ist jetzt total spannend. Ja, das verrate ich euch natürlich jetzt nicht. Vielleicht kann ich euch den Preis noch zeigen, bevor es losgeht hier in der Sendung nächste Woche. Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht auch einen Tag vorher erst in einem Blitzvideo. Mal gucken. So, jetzt so genug erzählt zur Canoco. Kommt da hin. Ja? Ich habe auf meiner To-Do-Liste zum Beispiel noch stehen, dass ich die Leute noch mal anschreiben wollte, die schon da waren, 2018 und 2017. Ja, eigentlich müssten die alleine schon die ganze Konferenz ausbuchen, weil die alle begeistert da weggegangen sind. Ja, vielleicht haben sie noch gar nicht mitgekriegt. Ja, also hier schon mal, falls ich das gar nicht mehr geregelt kriege, ja, ein Appell an die schon da waren. Ja, Leute, jetzt ist wieder Canoco. Ja, wir müssen noch ein paar Tickets kaufen da. Ihr seid noch gar nicht angemeldet im Zweifelsfall. Also wir haben jedenfalls noch ein paar. So. Schwarz-Grün NRW. Trauriges Thema. Ja, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Wir haben ja unsere Kampagne gefahren, zu erklären, geht wählen, verhindert die CDU bei den Landtagswahlen, auch in NRW. Aber man muss tatsächlich sagen, die CDU hat trotzdem gewonnen. Ja? Sauerei. Man sieht, wir sind nicht das einzige Thema auf der Welt und haben auch trotz unserer Bemühungen nicht geschafft, alle zu mobilisieren wahrscheinlich, die wir hätten mobilisieren können oder die alte Handfreunde sind grundsätzlich, ja? Die aber so politikentfernt sind, dazu denken, wählen bringt nichts oder wie. Die Hälfte der Jungwähler ist nicht wählen gegangen, also ein Desaster, ja, und dadurch hat die CDU halt riesen Ergebnisse eingefahren, ja, und man kommt an denen praktisch gar nicht drum rum in NRW. Wobei möglich wäre es schon, ja, eine Koalition ohne die CDU, wenn die FDP mitmachen würde. Die hat es nämlich geweigert und hat gesagt, nö, wir wollen mal Opposition machen, dann macht doch eure blöde schwarz-grüne Koalition, wir sind jetzt beleidigt und schmollen, wir haben ein schlechtes Wahlergebnis und ein bisschen Opposition tut uns gut oder so. Und die Grünen sind doof, haben sie auch gesagt.
Ja, jetzt stehen die Grünen da als Wahlsieger und es gibt überhaupt keine CDU-freie Regierung, weit und breit. Ja, also verhandeln sie halt mit denen, ne? Was sollen sie machen? Das ist halt schwierig. Selbst wenn sie es nicht machen würden, wenn solange die SPD mauert, die FDP mauert, würde halt eine große Koalition, auch mit CDU. Da passiert auch nichts in Sachen Cannabis. Also das ist wirklich verzwickt. Das ist nicht in unserem Sinne, sage ich mal. Was uns nur bleibt, ist ein Fünkchen Resthoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwie hinkriegt, da in den Koalitionsvertrag was reinzuschreiben, wie NRW im Bundesrat umgeht mit der Frage Cannabis-Legalisierung, ob man vielleicht schafft, die CDU zu überzeugen, zuzustimmen an der Stelle. Da könnt ihr alle nochmal den Grünen schreiben in NRW. Ihr könnt aber auch alle nochmal der FDP schreiben, was jetzt das soll, da, dass sie sich verweigern. Ja, die sind mindestens genauso schuld am Ende, wenn nicht legalisiert wird, weil NRW nicht zustimmt. Ja. Riesendrama. Wenn das jedenfalls so ist, dass NRWs Stimme weg ist, ja, und absehbar ist, das wird die CDU nicht mitmachen da, dann sind wir schon im Herbst 2023 unterwegs. Dann schaffen wir dieses Jahr nicht mehr, die Mehrheit da zu knacken der CDU. Auch nicht mit Niedersachsen Ende des Jahres, das müssen wir dann noch einfahren. Und dann schaffen wir erst nächstes Jahr, Ende des Jahres mit Hessen, da vielleicht wieder eine Chance zu haben. Also wirklich ätzend. Schreib mal Mails und mach was auf Social Media. Da ist auch schon einiges passiert. Also selber zum Beispiel habe ich da einen Kommentar geschrieben bei den Grünen NRW, als die bekannt gegeben haben, ja okay, Parteitag hat beschlossen, mit der CDU zu verhandeln. Da hatten die 269 Likes auf diesen Tweet. Meine Antwort von wegen, ey, guck mal, hat ihr da was mit Cannabis noch geregelt kriegt oder lasst das lieber mit Schwarz-Grün, 975 Likes. Ja, das sind schon Signale, die kriegen die mit. Und ich war ja bei weitem nicht der Einzige, der da kommentiert hat. Ja. Sehr viele andere haben sich da auch zu Wort gemeldet. Und ich denke mal, dass sie das zumindest hören. Ja, vielleicht bringen sie wirklich das Thema auch mal auf den Tisch. Die Frage ist bloß, was die CDU, ob das irgendwie möglich ist. Ja, die CDU ist ja immer der größere Koalitionspartner. Ja, aber das wäre natürlich schon toll, ja, wenn die CDU da jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwie den Wandel aufzuhalten. Da könnt auch CDU mal schreiben. Da könnt denen ja mal sagen, hier, schreibt bitte in den Koalitionsvertrag rein, dass Cannabis legalisiert wird, da verdammt. Bisschen Meinung raustun jetzt hier. Ne? Vielleicht kriegen wir das auch noch hin, nächste Woche noch ein paar Vorschläge zu machen, was man da melden könnte an Text. Aber seid erstmal selbst kreativ. Ne? Macht mal selber Vorschläge oder könnt ihr auch mal veröffentlichen dann, was ihr da so mailt oder postet und so weiter. Auf jeden Fall kann nicht schaden, das nochmal zu versuchen. Aber macht nicht wirklich Spaß. Ja, die Aussichten sind jetzt wirklich foggy geworden durch diese blöde Wahl da. Manchmal kann man sich nicht aussuchen. Das kann natürlich jetzt noch andere Wege geben, durch den Bundesrat zu kommen. Ja, die Politik ist ja gar nicht so in Alarmstimmung, wie ich das die ganze Zeit hier bin. Die sind es ja noch gewöhnt, dass man alles irgendwie gedealt kriegt da mit dem Bundesrat und mit den Parteien, mit der CDU. Man sieht jetzt Bundeswehr, ne, wo die CDU da jetzt ein bisschen mitreden durfte mit den 100 Milliarden, haben sie das halt mitgetragen. Nur die CDU will ja selber die Bundeswehr aufrüsten, ja, und die wollen aber nicht Cannabis legalisieren. Also das wird schwieriger. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon alle so kapiert haben in der Politik. Aber wer weiß, ja, vielleicht kommt ja noch der große Plan oder das große Angebot an die CDU, was die dafür kriegen. Ja, was weiß ich, zehnmal so viele Polizisten oder was, ne, die dann, was weiß ich, machen und dass die dann zustimmen. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall nicht verzagen, weitermachen und ja, im Zweifelsfall dauert das Ganze halt ein halbes Jahr länger. Bis zur Wahl in Hessen. Mal sehen. Wir machen jedenfalls trotzdem weiter und gucken erstmal, dass die Bundesregierung das fertig macht da mit dem Legalize-Beschluss. Und danach sieht es tatsächlich aus. Ja, wer jetzt denkt, so, die wollen das doch alle gar nicht, das ist ja alles nur Gelaber. Das ist nicht der Fall. Ja, also ich würde jetzt sagen, die haben jetzt nochmal nachgelegt, nachdem ja auch Lauterbach ehrlich gesagt hat, wir machen das jetzt mit dem Entwurf. Und Buschmann gesagt hat, wir sind schon Anfang nächstes Jahr fertig, ja, was, glaube ich, Quatsch ist. Aber sie nehmen das schon ernst jetzt, weil jetzt sind ja gerade auch die Haushaltsberatungen. Und ich hatte schon erzählt, dass da schon ein Budget für Lauterbach geblockt worden ist. 1 Million für seine Öffentlichkeitsarbeit. Der Haushaltsausschuss hat gesagt, da kriegst du nur die Millionen, wenn im Herbst dann auch wirklich der Entwurf da ist für das Legalize-Gesetz. Also interessante Motivation, die da auch von Reihen der Abgeordneten kommt. Und jetzt ist auch Teil der Haushaltsberatung gewesen oder entschieden worden im Haushaltsausschuss, dass weitere Stellen eingestellt werden, also angesetzt werden, da ausgeschrieben werden, für die Legalisierung von Cannabis. Nach meinen Informationen insgesamt 10 Stellen, die tatsächlich da drin stehen. 8 davon im Bundesgesundheitsministerium, 2 im Bundesamt
Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte, BfArM. Also da geht was vorwärts. Ja. 10 Leute stellt man da nicht ein in der Bundesregierung, damit die sich an die Füße spielen, sondern die sollen das wirklich jetzt machen da. Das ist schon ein starkes Zeichen wieder, dass die wirklich vorwärts machen wollen und dass die wirklich vorhaben, eben den Entwurf jetzt zusammen zu puzzeln. Und da werden wir uns natürlich gerne dran beteiligen. Ja, nicht verzagen, wie gesagt, ein vernünftiges Ergebnis kann nicht schaden. Und wenn es dann eben noch ein bisschen länger dauert, bis dann ein fertiger Entwurf vielleicht doch noch irgendwie durch die Gremien geht, es wird knirschen, es wird schwierig, aber lasst uns losmarschieren. Dann nochmal eine schöne Nachricht zum Schluss. Und zwar zum ersten Mal dieses Jahr konnten wir die legalisierte Weltbevölkerung anheben, die wir auf unserer Seite erzählen, mit so einem schönen Diagramm und so weiter. Ja, also der Fortschrittsbalken der globalen Legalisierung. Und das sind 1,1 Millionen Leute, die dazugekommen sind, und zwar im US-Staat Rhode Island, wo jetzt im parlamentarischen Verfahren tatsächlich legalisiert wurde, also nicht per Volksabstimmung, sondern ganz normal, wie das bei uns auch laufen müsste. Und ja, 181,8 Millionen Menschen leben jetzt in Gebieten, wo Cannabis vollständig legal ist oder eben der Beschluss endgültig ist, dass das jetzt kommen soll, wie hier in Rhode Island. Da gibt es eben noch keine Shops, aber sofort in Kraft tritt erstmal die Entkriminalisierung der Konsumenten und der Eigenanbau. Wobei eben auch erst zusammen mit dem Paket, ja, das ist schon ein bisschen was anderes, als wir jetzt hier fordern, auch in Deutschland, dass vor dem ganzen Legalize-Paket und den ganzen Regelungen für die Shops schon mal die Konsumenten entkriminalisiert werden. Das haben die auch nicht gemacht hier, ja, das ist also auch da alles ein Paket, muss man schon mal zugeben. Wobei wir trotzdem gerne die Entkriminalisierung schneller hätten und vorher hätten. Aber ja, hier tritt es jetzt nach fertigem Gesetz sofort in Kraft. Und zwar mit einer Unze, die man in der Öffentlichkeit dabei haben kann. Also auch interessant für unsere Obergrenzendiskussion. Das sind also knapp 30 Gramm Cannabis, die man in Rhode Island jetzt in der Öffentlichkeit mit sich rumtragen darf. 10 Unzen für zu Hause. Also knapp 300 Gramm, die man jetzt zu Hause lagern kann. Das ist auch nicht gerade besonders viel für Leute, die anbauen wollen. Ja, da werden wir uns viel größere Mengen im Prinzip diskutiert, bis hin auch zur Frage, ja, gar keine Obergrenze für den Besitz zu Hause. Was soll das? Ja, ich kann auch jede Menge Bier und Schnaps horten. Keine Obergrenze. In Rhode Island sind es eben 10 Unzen. Beim Eigenanbau auch relativ kleine Zahlen. 3 weibliche blühende Pflanzen, die man haben darf, plus 3 andere Pflanzen, die man noch haben darf, also Stecklinge und so weiter. Das ist nicht gerade viel, aber das tritt jetzt sofort in Kraft und gilt sofort. Ne? Jetzt kann man sich sofort die 3 Pflanzen dahinstellen und so weit, so gut. 33 Shops insgesamt soll es nur geben. Auch eine interessante Zahl, ja, erstaunlich wenig für so einen ganzen US-Staat. Aber das ist halt auch nur ein Städtchen eigentlich. 1,1 Millionen, dann so viele Leute wie Köln oder Hamburg. Da würden vielleicht auch 33 Shops reichen, ja, weiß nicht so genau. Die hätten schon ordentlich Umsatz bestimmt, aber mal sehen, dann können sie auch nachher erhöhen, die Zahl. THC-Obergrenze, auch, die soll kommen, ja, in Rhode Island. Auch eine Sache, die wir hier nicht haben wollen, jedenfalls nicht wir als Handverband. Mal gucken, wie ihr das seht, ja, auf der Cannabis-Normalkonferenz. Dies steht aber noch nicht fest, welche THC-Obergrenze da kommt. Da ist jetzt nochmal so eine Kommission, eine Cannabis-Agentur sozusagen, die das jetzt nochmal noch machen soll per Verordnung, die Obergrenze. Mal gucken, was bei rauskommt. Und letzter Punkt aus Rhode Island, die Amnestie. Also es soll automatisch, sollen sämtliche Vergehen gelöscht werden, die Mengen betreffen, die jetzt nach dem neuen Gesetz legal sind. Ja, also genau unsere Forderungen, die wir hier auch für die Amnestie haben nach der Legalisierung. Und das soll abgeschlossen sein bis Juli 2024. Also da haben die sich relativ viel Zeit genommen. Aber wer dann zu Gericht geht und da halt drum bittet, bei dem wird das vorgezogen, schneller gemacht. Dann ist man eben auch die Einträge schneller los, wenn einem das irgendwie im Weg steht. So oder so, Rhode Island beginnt die Legalize-Saison und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Rhode Island der letzte Staat bleibt, US-Staat, der legalisiert dieses Jahr. Da stehen wieder Volksabstimmungen an, auch im Herbst. Und mal sehen, wo auf der Welt sonst noch was passiert. Vielleicht hat ja Buschmann recht und wir beschließen, was weiß ich, zu Weihnachten schon in Deutschland die Legalisierung. Aber kann ja auch noch irgendwo anders passieren. Ja, man weiß es ja nicht so genau. In den USA rechne ich auf jeden Fall mit weiteren Menschen, die legalisiert werden. So, jetzt Termine und dann noch ein bisschen Cannabis normal, Mails und Telefonate und tralala, ja, also weitermachen, Ortsgruppentreffen in
Oldenburg online, Sonntag, 5. Juni, Montag, 6. Juni in Heidelberg online Hybrid, Ortsgruppentreffen, Hamburg Stammtisch in echt, Donnerstag, 9. Juni, Freitag, 10. Oldenburg live ohne online, Regensburg öffentliches Treffen, Samstag, 11. habe ich Oldenburg, Datum gesagt, 10. Oldenburg war 10. Regensburg, 11. Nochmal Oldenburg, 12. diesmal online. Dann Berlin, offenes Treffen, Dienstag, 14. in echt, hier im Büro, glaube ich. Braunschweig, offener Hanftisch, der DAV-Ortsgruppe am Dienstag, auch 14. Juni, wie Berlin. Und dann nochmal Berlin, Cannabis-Normalkonferenz. Habe ich das schon erwähnt in dieser Sendung? Habe ich das überhaupt schon mal erwähnt? Müsst ihr hinkommen. Freitag, 17. Juni bis Sonntag, 19. Juni. Übrigens, auf der Cannabis-Normalkonferenz gibt es auch einen freien Eintritt für alle, die da hinkommen, zum Hanfmuseum. Das Hanfmuseum, einzige Hanfmuseum in Deutschland, ist direkt gegenüber der Cannabis-Normalkonferenz. Und mit dem Cannabis-Normal-Ticket könnt ihr da auch einfach ins Museum mal reingehen, Freitag bis Sonntag. Und Sonntag, wenn ihr wollt, nach der Canoco auch eine Führung mitmachen. Kostenlos, wenn ihr ein Canoco-Ticket habt. Das war's für heute. Liked alles hier, Kanal, Video und so. Und liked auch die Glocke, damit die glockt, wenn hier was passiert, ne, neues Video kommt. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Nun geht's weiter arbeiten.